Siamo in Sicilia perché Zeno, che è il ragazzino, il protagonista bambino, è siciliano, anche se poi il resto del libro, il resto dell'estate del 99, si svolge in Liguria, però l'inizio è in Sicilia. Ci viene begin in Sicilia, ma il Zeno dort lebt, wie in Moschi, der Rest des Sommers spielt dann in Liguria. E quindi, uscendo di casa con i pantaloni della tuta e il kiwi, due scatole di arenicole a testa, una per me e una per mio padre, il guadino in una mano e la canna nuova nell'altra, in punta di piedi per evitare di risvegliare mamma, dissi: va bene, hai ragione tu. Mio padre non aggiunse altro. In questi casi, ripeteva, ragionare con me era come pescare il dentice d'inverno. Ci voleva pazienza e una buona lenza da fondo. Inutile lo strascico. Non scambiamo una sola parola fino a quando la barca non fu in acqua. Mentre vogava, comodo, a prua, immergendo i remi senza spruzzi, in quello stile garbato che gli apparteneva, come se con il mare lui avesse un conto in sospeso, muto, occhi e mento, mi face segno di guardare dietro. Capo Galilea, il nostro paese. Era una frana sulla battigia, case con orsabbia e tra i vicoli le luci come fuochi. La luna era alta sopra il bacino di carenaggio e sopra la collina che fuoco prendeva sul serio ogni estate per dolore e malavoglia. Ich habe im Chor gesagt, und? Ich habe geschrieben, und? Hast du auch etwas dazu zu sagen? Stumm. Na, ganz toll. Aber vielleicht ist es in deinem Fall tatsächlich besser, du schweigst. Sie hat mir befohlen, auf mein Zimmer zu gehen. Radio, Fernsehen und X-Men waren tabu. Ich dagegen war sprachlos über so viel Ungerechtigkeit und fühlte mich zutiefst in meinem Stolz verletzt. Ich war unschuldig und wollte das nicht erst beweisen müssen, weil es so offensichtlich war. Wenigstens meine Eltern hätten das merken müssen. Schließlich stand es mir förmlich ins Gesicht geschrieben. Der Tank der Airbrush-Pistole war voll. Von der Schule, den Hausaufgaben und den unvermeidlichen Mahlzeiten einmal abgesehen, denn wer über einem eigenen Lokal wohnt, hat keine Chance, in Hungerstreik zu treten, hatte ich drei Tage hintereinander am Schreibtisch gesessen und die erste Comicfigur meiner fantastischen Laufbahn als Comiczeichner gezeichnet. Hätte ich damals schon gewusst, dass ich damit Erfolg haben würde, wäre ich, ehrlich gesagt, gleich dabei geblieben, statt mich noch jahrelang auf dem Gymnasium herumzuquälen. Drei Tage hintereinander zeichnete ich den Unschuldigen, eine Erfindung von mir, höchstpersönlich, von Zeno Montelusa, 12 Jahre Capo Galilea, Sizilien. Di scorgere le rovine, ma non vedevamo nulla. Basta.